Ja, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte gewissermaßen zum Abschluss nochmal auf die Metaebene zurückkommen und in aller gebotenen Kürze ein paar Grußworte an Sie richten. Fehmarnbelt-Update, ein Workshop, Universität Roskilde, Fachhochschule Lübeck. Ich freue mich riesig, dass wir dieses gemeinsam hier in Lübeck durchführen können, nachdem der erste Workshop ja in Roskilde schon stattgefunden hat. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen, Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Kultur. Ich denke, alle Bereiche sind vertreten, alle Bereiche, die berücksichtigt werden müssen, wenn ein näheres Zusammengehen diskutiert und realisiert werden soll, wie es bei uns glücklicherweise der Fall ist. Die feste Weltquerung, Seeland, Lübeck, Ostholstein, rücken näher zusammen und das bietet großartige Chancen auf allen Bereichen für die Region, wenn diese Sachen auf allen Ebenen gut vorbereitet sind, wie hier in diesem Workshop. Vorbehalte gilt es zu überwinden und ich möchte das vergleichen, etwa Europa, wie es zusammenwächst, in aber kleinerem Maßstab mit, wie ich finde, auch besseren Chancen. Europa wächst zusammen, es gibt viele Probleme, viel Kritik, vieles ging vielleicht zu schnell, vieles war eben nicht auf allen Bereichen mit allen Stakeholdern gut vorbereitet, auf allen Ebenen. Aber was Europa angeht, möchte ich immer wesentlich betonen, ein ganz wichtiger Punkt ist gelungen, die längste Friedenszeit in Mitteleuropa seit Menschengedenken und sie möge noch ewig anhalten. Es geht bei diesem Zusammenwachsen hier in unserer Region nicht um Vereinheitlichung, nicht um Konformität, nicht das kann das Ziel sein, sondern um die Vielfalt. Vielfalt in gegenseitiger Anerkennung, in gegenseitigem Respekt. Und die setzt ein gegenseitiges Kennenlernen voraus. Vielfalt, die von allen Seiten als Bereicherung empfunden wird und in den einen oder anderen Punkten dann eben auch als Vorbild zum Lernen dienen kann. Seeland und Ostholstein, Lübeck als zusammenrückende Nachbarn haben die Chance, dies hier im kleinen Maßstab beispielhaft für andere und nicht zuletzt zum eigenen Nutzen zu tun, in vielen Bereichen. Wie gesagt, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur. Ich freue mich deswegen so sehr, dass dies hier auch bei uns stattfindet, weil diese Dinge für die Fachhochschule Lübeck charakteristisch sind. Kooperationen auf internationalem Gebiet, in Wissenschaft, in Wirtschaft, in Gesellschaft, auch das machen wir seit vielen Jahren fachübergreifend, schwerpunktmäßig und haben dadurch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich wünsche mir, dass unsere Regionen zusammenwachsend die gleichen guten Erfahrungen machen. Um es nur mal ganz kurz abschließend zu sagen, was unsere kleine Hochschule angeht. Wir haben von unseren 26 Studienprogrammen 6 internationale englischsprachige Studienprogramme und damit 12% international Studierende. Das sind doppelt so viel wie sonst im norddeutschen Raum. Seit 20 Jahren in internationalen Studierendengruppen mit obligatorischem Auslandsaufenthalt. Das heißt, das Kennenlernen des anderen, der anderen, das Wertschätzen des anderen gehört wesentlich zum Studium. Und das, denke ich, ist wichtiger als mancher fachlicher Inhalt. Kooperation in der Wissenschaft haben wir in dem Biomedtech Campus Lübeck, der dieses Jahr gegründet wurde, ebenfalls sehr weit vorangetrieben. Die Fachhochschule Lübeck, die Universität Lübeck, die Fraunhofer Forschungszentren in Lübeck und die Lübecker Medizintechnik Wirtschaft sind 4 verschiedene Partner dort im Campus, die insbesondere im Bereich Medizintechnik mit ihren unterschiedlichen Stärken auf einem Gebiet Medizin, Medizintechnik zusammenarbeiten. Nicht konkurrieren, sondern ihre jeweiligen Stärken einbringen. Die Fachhochschule, die angewandte Wissenschaft, die Universität, die Grundlagenforschung, die Firmen ohnehin ihre Qualifikationen, ihre Interessen und die Fraunhofer Forschungszentren ebenfalls. Das ist ein Vorteil für alle. Keine Konkurrenz unter den Hochschulen, sondern ein synergetisches Miteinander. 3. Punkt für unsere Hochschule ist die enge Kooperation mit der Wirtschaft. Wir sind in der deutschen Hochschullandschaft mit die drittmittelstärkste Hochschule und das heißt, wir bemühen uns, aktuelle Forschungs- und auch Entwicklungsthemen an Land zu bringen und sind dabei sehr, sehr erfolgreich mit 44% unserer Mittel, die wir aus der Wirtschaft und von Externen bekommen. Das heißt, wir bemühen uns, die Probleme zu lösen, die andere haben. Viele Hochschulen lösen Probleme, die keiner hat, während viele Unternehmen Probleme haben, die keiner löst. Für uns hat das auch den Vorteil neben den Drittmitteln, dass unsere Lehre aktuell ist.
dass wir unseren Studierenden das beibringen können, was wirklich angewandt wird. Und der vierte Punkt, ich glaube, Rolf Granow, auf das E-Learning bist du schon eingegangen. Dann möchte ich an der Stelle in der gebotenen Kürze mich auf Rolf Granow beziehen. Eine gesellschaftliche Aufgabe. Erziehende und Berufstätige müssen ebenfalls akademische Qualifizierungsmöglichkeiten haben. Ich denke, dieses im Kleinen ist etwas, was unsere Regionen zusammenwachsend im Großen als Herausforderung haben und darüber hinaus. Ich freue mich sehr, dass Sie alle als Partner aus Ihren unterschiedlichen, aber allen relevanten Bereichen für eine vielfältige und bereichernde Nachbarschaft auf allen Gebieten genauso zur Verfügung stehen, daran interessiert sind und mit uns gemeinsam daran arbeiten. Ich wünsche Ihnen und uns allen hier ein gutes Gelingen. Schön, dass Sie da sind.